Ich verspreche, dass ich alles tun will, ein treues Mitglied der Feuerwehrjugend zu sein, Kameradschaft zu halten und gehorsam zu sein, vor allem aber meinen Mitmenschen in der Not zu helfen, getreu unserem Wahlspruch, einer für alle, alle für alle. Einer für alle, alle für alle! Kameradinnen und Kameraden, sprecht mir nach. Ich gelobe, meinen Dienst als freiwilliges Feuerwehrmitglied, stets gewissenhaft zu erfüllen, meinem Vorgesetzten gehorsam zu sein, Disziplin zu halten und, wenn notwendig, auch mein Leben einzusetzen, um meinen Mitmenschen zu helfen. Gott zu Ehr, dem Nächsten zur Wehr. Die Feuerwehr hat diesen Traditionstag schon über 20 Jahre hier in Stadshof, wo hier ein gewisses Ritual gepflegt wird, wo hier die Kameradschaft gepflegt wird, wo aber natürlich auch viele Ehrungen und Auszeichnungen stattfinden. Jetzt haben wir ja gehört in den Gesprächen, dass die Feuerwehr auch in der Pandemie ziemlich intensiv im Einsatz war. Sie waren hauptsächlich im logistischen Bereich tätig, wo Sie unterstützt haben, hier die Testkits zu besorgen, zu den Gemeinden zu bringen. Aber es war nicht nur die Feuerwehr, es waren auch das Rote Kreuz, aber der Samariterbund, aber auch das Bundesheer, die hier die Gemeinden natürlich sehr, sehr stark unterstützt haben. Und da hat es Aufgaben in Hülle und Fülle gegeben. Und da darf ich auch recht herzlich Danke sagen für die Unterstützung, weil die Gemeinden fühlen sich bei den Feuerwehren immer sehr, sehr gut aufgehoben. Und das ist eine wirklich komplette Zusammenarbeit. Auch Feuerwehrarzt, Herr Obermediziner Dr. Czerko, ist ja immer wieder dabei, wo wir uns gegenseitig austauschen und hier auch in der Pandemiebekämpfung eng zusammengearbeitet haben. Jetzt sind auch sehr viele Gemeinden, die ein bisschen Probleme haben mit dem Nachwuchs, sehr wohl bei der Musik, aber auch natürlich bei der Feuerwehr. Das dürfte da in Stadshof nicht so präsent sein. Ne? Ist in Stadshof auch präsent, vielleicht nicht so stark, aber man muss halt schauen, dass man die Jugendlichen zur Feuerwehrjugend bringt. Heute hat man ja einige Feuerwehrjugenden angelobt, dass man die dorthin bringt und dass sie dann halt auch bei der Feuerwehr bleiben, weil die Stadshofer Feuerwehr hat über 100 Mitglieder und es gibt doch zwischen 200 und 300 Einsätze im Jahr zu fahren und das ist natürlich eine Herausforderung, vor allem unter der Tageszeit, wo halt die Berufstätigen hauptsächlich Pendler sind in der Gemeinde, um auch hier die derzeitige Einsatz Stärke zu haben. Ja, wir haben den Feuerwehrkommandanten von Stadshofer versprochen, wir werden ein bisschen Werbung machen, damit relativ viele junge Leute zur Feuerwehr gehen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, das Freiwilligenwesen, das in das rechte Licht zu rücken, um auch hier für Nachwuchs zu sorgen und zu schauen, dass hier immer wieder genügend Leute zu vorhanden sind. Weil das ist halt anders, dass wie in Stadthofen oder in der Bundeshauptstadt Wien, wo es eine Berufsfeuerwehr gibt, hier in Niederösterreich ist man das freiwillige Wesen und auf das sind wir auch sehr stolz, weil ohne denen würde die Gesellschaft auch hier in den Gemeinden nicht so funktionieren. Ja, wunderbar, dass wir diesen Traditionstag der Freiwilligen Feuerwehr in Stadshofen nach 2 Jahren Pause wieder durchführen konnten. Die Freiwilligen Feuerwehren sind für unser Sicherheitssystem, für unsere Gesellschaft unerlässlich und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir so tolle Feuerwehren im ganzen Land, aber auch bei uns im Bezirk Gänserndorf haben. Und auch in der Pandemie hat sich wieder gezeigt, ohne Feuerwehren geht nicht viel. Wir waren bei den Massentestungen dankenswerterweise mit den Freiwilligen Feuerwehren bestens aufgestellt und auch sonst war es keine einfache Zeit. Umso schöner ist es, wie gesagt, dass wir heute wieder gemeinsam feiern können und diesen wunderbaren Traditionstag abhalten können. Es ist nicht so einfach in Zeiten wie diesen das Ehrenamt hochzuhalten, aber bei der Feuerwehr sieht man, es funktioniert wirklich noch. Naja, man muss dieses Ehrenamt wirklich wertschätzen und hochhalten und man darf sich nie ausrasten. Also wir brauchen natürlich die Freiwilligen auf allen Ebenen. Unser ganzes System ist auch auf Freiwilligkeit aufgebaut.
Es ist schön zu sehen, dass hier auch junge Leute zur Freiwilligen Feuerwehr dazukommen, aber das soll keine Garantie für die Zukunft sein. Man muss immer dranbleiben. Wir versuchen, die Rahmenbedingungen bestmöglichst auszugestalten, seitens des Landes Niederösterreichs, aber auch seitens der Kommunen, um hier das beste Rüstzeug für die Kameradinnen und Kameraden zu gewähren. Und umso schöner ist es dann, wenn junge Leute auch zu den Wehren kommen. Aber es ist schon eine Herausforderung. Gerade die Pandemie hat auch gezeigt, dass das ein bisschen sich verändert hat in der Gesellschaft. Sehr viele Freiwilligenorganisationen, sehr viele Vereine haben halt auch ein bisschen zu kämpfen gehabt. Aber ich bin guter Dinge, dass wir durch Festveranstaltungen wie diese das wieder ganz gut in den Griff bekommen. Und uns ist wahrscheinlich lieber, dass wir die Feuerwehr bei solchen Festen in Aktion sehen, wie wirklich, wenn es sein muss. Natürlich. Es ist immer ganz wichtig, dass die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Ausrüstung da ist, dass man gut üben kann. Und wir hoffen natürlich, dass wir den Einsatz nie brauchen. Aber wenn es notwendig ist, dass die Kameradinnen und Kameraden bestens gerüstet sind. Und ich wünsche Ihnen natürlich, wie immer, dass Sie gesund nach Hause kommen. Ich würde sagen, wir haben immer die größten Beliebtheitsbewertungen in der Bevölkerung. Und die Feuerwehr hat natürlich einen hohen Stellenwert. Aber es wird in Zukunft nicht ausreichen, wenn man das eine oder andere spendet, sondern die Feuerwehr lebt davon, dass sich Leute finden und bereit erklären, die Uniform anzuziehen, Tag und Nacht aufzustehen und zu helfen, wenn es notwendig ist. Das erfordert natürlich Gerätschaften, das erfordert natürlich einen hohen Ausbildungsstand. Und das wird die Herausforderung der Zukunft, dass wir sagen, wie können wir unsere Bevölkerung motivieren, also hier im Rahmen der Feuerwehr mitzutun, mitzuhelfen. Wie können wir die Ausrüstung auch für schwierige Einsätze sicherstellen und wie können wir vor allem auch die Ausbildung zeitgemäß halten, weil ich sage immer, helfen muss man nicht nur wollen, sondern man muss es auch können. Und das wird bestimmt die Herausforderung der Zukunft sein, dass wir dieses Feuerwehrwesen auf einem sehr modernen und sehr leistungsfähigen Stand halten können. Kann man sagen, dass die Einsätze bei der Feuerwehr sich schon gewandelt haben? Also ich glaube, von den Brandeinsätzen, die sind ja Gott sei Dank ein bisschen weniger geworden, dafür geht es eher mehr zu technischen Einsätzen? Ich glaube, gerade in den letzten Jahren haben wir doch einige große Brände gehabt. Ich glaube, die Herausforderungen werden generell mehr, die Abbauordnungen ändern sich, es ist viel leichter geworden. Das ist auf der einen Seite gut. Auf der anderen Seite gibt es hier natürlich auch immer wieder Ansatzpunkte, aber ich glaube, die Arbeit wird in den nächsten Jahren nicht ausgehen und ich glaube, das wird auch in Zukunft so sein, sondern dort, wo Menschen arbeiten, dort, wo Menschen sind, wird es Unfälle, Zwischenfälle geben und wir machen es ja doch nicht für unsere Bevölkerung, sondern das sind wir selber. Wir machen es für uns, unsere Familien und unsere Freunde und die, mit denen wir zusammen leben und ich glaube, das sollten wir uns einmal alle vor Augen führen. Es kann ja einmal sein, dass es um die eigene Tochter oder den eigenen Sohn geht. Absolut richtig. Ja, dann kann ich nur eins sagen. Ich sage, wie sagt man so schön, gut wäre. Gut wäre und ich hoffe, wir sehen uns jetzt doch öfter bei der einen oder anderen Veranstaltung. Absolut, weil jetzt geht es ja wieder an. Ne? Gott sei Dank. Ich freue mich auch, dass das Wetter so schön ist, dass wirklich die Bevölkerung zahlreich gekommen ist. Und ich freue mich auch, dass ihr da seid und ein bisschen auch das in die Welt hinausbringt, dass wir hier miteinander feiern dann und dass wir heute ganz besonders heute einen Vertrag abgeschlossen haben mit der Feuerwehr Bezinok, mit der Slowakei, wo wir einen Freundschaftsvertrag abgeschlossen haben und wo wir quasi etwas gemacht haben, dass wir beide Bevölkerungsgruppen quasi, oder ich berichtige mich, beide Länder miteinander verbinden. Jetzt hat man gesehen, es waren ja wirklich irr viele Ehrungen. Natürlich war das komprimiert, aber ich glaube, das ist ja wichtig, diese Ehrungen, dass man sich auch die Zeit dafür nimmt. Ne? Ja, es ist ein Ehrentag. Das Ehrenamt soll geehrt werden. Wir haben jetzt quasi 2-3 Jahre keine Ehrungen gemacht nachher und jetzt haben wir das Ganze nachgeholt. Quasi ist eine richtige Welle, also die Welle wurde zur Woge jetzt nachher. Und wir haben jetzt quasi unsere Leute, die wirklich Tag und Nacht für die Bevölkerung da ist, für gesamt Niederösterreich da sind und auch in Mazedonien waren, dass wir da wirklich die Leute in irgendeiner Form auch ehren. Wenn man sich anschaut, die Jugend, also es gibt Nachwuchs, könnte ein bisschen mehr sein oder passt sie? Ja, man kann man immer. Es könnte natürlich noch mehr sein, aber ich bin zufrieden, dass wir hier wirklich auch hier eine Zukunft sehen in der Feuerwehr und dass sie auch bestätigt wird durch die Feuerwehrjugend.
Das freut uns und ich hoffe, dass viele, viele junge Leute sagen, wir wollen nach Strasshof zur Feuerwehr kommen und dann auch helfen und die Kameradschaft kennenlernen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ne? Ja, das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube auch, wenn auch Sie selber nachher sind ein Teil dazu, wenn einen Teil dazu beitragen, dass wir wieder vielleicht noch mehr Leute noch dazu bekommen. Wir sollen natürlich dazu sagen, wie man die Kinder zur Feuerwehr bekommt, was kann man machen, wenn ich jetzt weiß, mein Kind würde sich interessieren, wie mache ich das? Am besten mit den jeweiligen Kommanden, ja. Das heißt, in einer jeden Feuerwehr gibt es ein Kommando, Verbindung aufnehmen, Telefonnummern sind, glaube ich, liegen auf den Gemeinden auf und dann ganz einfach Kontakt aufnehmen. Bei uns in Strasshof ist es so, dass wir die Jugendstunde haben, jeden Freitag von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr und da spielt sich dann auch alles ab, das ist, da ist Halligalle hier. Gibt es da irgendein Alterslimit? Wir selber in Strasshof haben von 10 bis 16 Jahren noch ist die Möglichkeit, dass man hier bei uns beitreten kann zur Feuerwehrjugend. Wenn jetzt jemand zur Feuerwehrjugend geht, was erlebt er da, was lernt er alles? Also bei uns ist wirklich sehr viel los nachher. Beginnend nachher, dass wir die Jugend fördern, dass sie quasi in den Brandschutz nachher einbezogen werden, beginnend bis, dass sie das erste Mal mit einem Löschfahrzeug mitfahren können, dass sie mit Blaulicht nachher auf einer Übung dabei sind, dass sie zelten, dass sie die Gemeinschaft, die Kameradschaft nachher, dass sie hier ganz einfach eingebunden werden, dass sie ein Teil des Ganzen sind und dass sie nicht alleine auf der Welt sind, sondern dass sie für uns, für die Gemeinschaft da sind und diese Werte hier vermittelt bekommen. Wunderbar, dann sage ich recht herzlichen Dank und wer Interesse hat, zur Feuerwehr Strasshof. Dankeschön, danke vielmals. Ja, so ist es so, nur bei uns ist das ein bisschen anders, weil wir haben auch die Profi-Feuerwehr und auch die freiwillige Feuerwehr. Also die Profis machen das, was hier die Freiwillige machen und wir helfen ihnen dabei. Die Gemeinde, also der Bezirk ist in der Nähe der Grenze, es ist nicht weit weg von hier. Also etwa 80 Kilometer entfernt von hier, also das ist kein Problem hier zu kommen. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir so gute und so langjährige Freundschaft haben, Partnerschaft und endlich nach 2 Jahren konnten wir uns hier heute treffen, was für mich einfach eine tolle Sache ist und ich bin sehr froh, dass wir alle hier sein dürfen. Welche Aufgaben gibt es eigentlich bei der Feuerwehr in der Slowakei? Eher mehr Brände oder mehr technische Einsätze? Also es sind mehr technische Einsätze, weil Brände sind so, nicht so viele. Wir helfen, aber wir haben auch solche kleinere Aufgaben, wo zum Beispiel die professionelle Feuerwehr nicht kommen. Zum Beispiel, wenn zu viel Wasser ist im Keller oder unter Brücke, da kommen wir auch. Oder wenn jemand hat Probleme mit seinem Haustier, da können wir auch kommen. Ja, in Österreich gibt es ja die Feuerwehrjugend. Gibt es sowas in der Slowakei auch? Ja, bestimmt. Also Jugend ist für uns auch sehr wichtig. Und wir machen mit diesen Leuten oder Kindern genau das, was auch hier gemacht sein wird. Wunderbar. Dann sage ich recht herzlichen Dank und es ist schön, dass es so eine Partnerschaft gibt. Ich bin auch sehr froh. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich habe davon nicht gewusst, über diesen Papier, was wir einfach Partnerschaft, was wir unterschreibt haben. Aber okay, so ist das Leben. Ich freue mich sehr, dass wir hier sind und dass wir solche Zusammenarbeit haben. Schönen Tag, gut wär.
Thank you.